Ich habe das schwerste Game aller Zeiten gespielt. Ihr denkt jetzt, es ist vielleicht Dark Souls, wo man doch so gut wie jeden Feind stirbt. Oder doch das originale Super Mario Bros? Nein, ich spreche von sogenannten Fordian-Plattformern. Plattformer, die keinen Checkpoint haben, bis du das Game durchgespielt hast. Spiele, wo ein einziger Fehler stundenlangen Fortschritt einfach zunichte machen kann. Viele von euch kennen hier vielleicht Getting Over It oder Jump King. Aber das schwierigste Fordian-Game ist Pogo Stuck. Hier spielt man einen Höhlenmenschen auf einem, wie das Spiel schon sagt, Pogo-Stuck. Durch Flips bekommt man Boosts und bahnt sich seinen Weg nach oben. Der absolute Weltrekord, dieses Game durchzuspielen, liegt bei 2 Minuten und 45 Sekunden. Und wie lange habe ich gebraucht? Keine Ahnung, bin noch nicht fertig und ich spiele das Game jetzt schon 14 Stunden.